Campus. Bei mir im Studio ist nun Flo von Tanzen gegen TTIP. Flo, jetzt bekommt TTIP schon seit sehr langer Zeit extrem Gegenwind und viele Experten und Politikerinnen sehen das Ganze ja schon als gescheitert an. Wieso denn dann überhaupt nochmal morgen an der Deutzer Werft um 12 Uhr so eine Großdemo? Ihr habt ja diesmal einen unfassbaren Aufwand betrieben an Flyern in allen möglichen Gaststätten, auf der Straße, mit Plakaten. Warum jetzt nochmal so eine riesige Demo gegen TTIP, wenn es eigentlich schon tot ist? Genau, das ist der große Unterschied. Also hauptaugenmerklich sind wir morgen wegen CETA auf der Straße. Einfach nur ganz kurz, geht generell um Freihandelsabkommen. TTIP halt im Prinzip mit der EU und halt den Vereinigten Staaten. Und CETA mit der EU, mit Kanada. Und viele denken sich, ja Kanada, was ist denn jetzt das große Problem? Ja, man muss sich einfach überlegen, dass ja auch viele Firmen, die einfach in den Vereinigten Staaten halt ansässig sind, halt auch Tochtergesellschaften in Kanada haben oder dort nachher wahrscheinlich welche gründen werden. Sprich, CETA kann das werden, was TTIP vielleicht und hoffentlich nicht mehr wird. Aber man versucht das Ganze so letztendlich als Schlupfloch zu nutzen. Und deswegen ist CETA brandgefährlich und deswegen gehen wir morgen mit vielen, vielen, vielen Leuten auf die Straße. Ja, und da ist es ja auch so, dass nächste Woche dann auch der Gipfel stattfindet und CETA eigentlich ratifiziert werden soll, so wie ich das verstanden habe. Was ist denn jetzt so der große Unterschied? Mit TTIP kennen sich bestimmt schon einige Leute aus, aber was ist der große Unterschied zwischen CETA und TTIP? Ist es quasi dasselbe in Grün nur für Kanada oder wie kann ich mir das vorstellen? In vielen Punkten schon. Also natürlich vieles, was bei TTIP verhandelt wurde, wurde bei CETA schon verhandelt. Was den größten Unterschied ausmacht, ist halt, dass die Verhandlungen bei TTIP halt noch anlaufen. Laut Gabriel sind sie im Stocken, laut Merkel nicht, aber generell wird da viel noch verhandelt. CETA ist offiziell verhandelt, das heißt CETA ist eigentlich schon abgeschlossen, es muss nur noch ratifiziert werden. Da gibt es halt immer noch so ein bisschen die Ungereimtheiten. Darf es die EU entscheiden alleinig? Dürfen es nachher die nationalen Länder in sich entscheiden? Wichtig ist einfach, dass wir morgen ein großes Zeichen setzen, weil wenn wir die Chance haben, dass die Länder selber im Prinzip das Ganze unterschreiben müssen, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch die anderen Länder wie Österreich. Deswegen ist es jetzt wichtig, ganz viel Druck zu machen, dass auch die Politiker und die Parteien, die die Möglichkeiten haben, nämlich die Unterschrift zu verweigern, merken, wir kriegen hier keine Fürsprache für CETA, sondern die Leute sind nicht damit einverstanden und wir müssen morgen dieses Zeichen setzen. Vielleicht, wahrscheinlich auch die letzte Chance, da nochmal ein großes Zeichen setzen zu können. Okay, also bei der Werbemaschinerie bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere da morgen seinen Weg zur Deutzer Werft machen wird und an der Großdemo teilnimmt. Die Demo richtet sich ja gegen CETA und TTIP, haben wir jetzt schon gesagt. Ist es denn so, dass ihr also die Demo generell sich gegen Freihandelsabkommen auch irgendwie zur Wehr setzt oder generell Freihandelsabkommen auch ablehnt? Weil ich glaube, da herrscht noch so ein bisschen Uneinigkeit unter den Demonstranten und Demonstrantinnen. Das ist richtig. Generell sind die Themen Freihandelsabkommen sehr komplex. Also es gibt ja nicht nur CETA und TTIP, es gibt ja auch das TTP. Also es gab ja auch eine Verhandlung, die schon längst abgeschlossen sind, auch letztendlich mit der EU oder vor allem auch, wo Deutschland mit bei war, mit einigen afrikanischen Staaten, wo sehr viel Mist letztendlich auch gelaufen ist, wo versucht oder auch afrikanische Staaten versucht haben, sich zu wehren, die nachher mit extrem hohen Zöllen letztendlich gezwungen wurden, weil sie sonst letztendlich wirtschaftlich keine Kraft mehr gehabt hätten, dieses Handelsabkommen zu unterzeichnen. Solche Debatten sind leider wirklich viel zu kurz gekommen. Dafür ist hier leider auch keiner auf die Straße gegangen. Aber dennoch bleibt es auch wichtig, weiterhin auf die Straßen zu gehen, auch wenn es letztendlich jetzt nur um unsere Probleme geht. Aber wir müssen einfach ein Zeichen setzen gegen dieses ganze kapitalistische System beziehungsweise gegen diese Ungerechtigkeit, die da versucht wird, uns aufzutischen. Wir werden gelockt mit Arbeitsplätzen, wo weiter nicht klar ist, ob die wirklich mehr dazukommen. Wenn Arbeitsplätze geschafft werden, können wir von ausgehen, wahrscheinlich mit den gleichen Situationen wie jetzt in Frankreich oder Deutschland, nämlich mit Einbußen, was die Rechte der Arbeitgeber angehen. Und deswegen müssen wir auf die Straße, deswegen müssen wir ein Zeichen setzen, dass wir es nicht tolerieren, dass sich letztendlich Konzerne gegen unser demokratisches System stellen können.